Essen. Als im Samba-Zug das Bier ausging. 50 Jahre DFB-Pokalsieg des ETB. Es regnet Bindfäden an diesem Spätsommertag im August 2010. Die letzte Vuvuzela ist gerade erst bei der Fußball-WM in Südafrika verstummt. Da hat der deutsche Pokalwettbewerb für Nostalgiker einen ganz besonderen Leckerbissen parat. Der Essener Turnerbund Schwarz-Weiß ist nach mehr als 20 Jahren wieder auf die große nationale Fußballbühne zurückgekehrt. 1988 hatte der Verein das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Heute empfängt der Club im altehrwürdigen Ulmkrug-Stadion am Essener Stadtwald den Zweitligisten Alemannia Aachen. Zweifelsohne ein Höhepunkt in der jüngeren Vereinsgeschichte der Schwarz-Weißen. Die 50er Jahre waren dagegen reich an besonderen Momenten. Die Mannschaft aus dem Essener Süden gehörte lange Jahre der erstklassigen Oberliga West an. Überrannten die Schwarz-Weißen die Aachener im Frühjahr 1954 noch mit 7:1, käme heute eine Niederlage des Zweitligisten einer Sensation gleich. Doch im Vorfeld des Spiels gibt sich Essens Trainer Dirk Helmich optimistisch, mit einer guten Leistung und etwas Glück eine Runde weiterzukommen. Für viele ältere Zuschauer an diesem Regentag sorgt die Vorhersage des Trainers für Wehmut. Gute Leistung gepaart mit ein wenig Glück waren vor 50 Jahren die Wegbegleiter einer Mannschaft, die in ganz Deutschland für Furore sorgte. Der Essener Turnerbund Schwarz-Weiß errang 1959 völlig überraschend den DFB-Pokalsieg. Daran kann sich Horst Trimmel noch gut erinnern. Der damals 18-Jährige absolvierte gerade eine Schriftsetzerlehre, als sein Leben plötzlich eine besondere Wendung nehmen sollte. Er durfte am 27. Dezember 1959 als jüngster Spieler der Essener auflaufen. Die Erzählungen des damaligen Rechtsaußen des ETB lassen die jüngeren Fußballinteressierten in eine andere Welt eintauchen. Erst 3 Monate vor dem Endspiel gab der talentierte Youngster sein Debüt in der Oberliga West. Trimmold spielte eine Woche vor Weihnachten beim 5:0 Kantersieg über Westfalia Herne derart überzeugend, dass er überraschend im Pokalendspiel zum Einsatz kommen sollte. Da stand dieses wichtige Spiel an und ich hatte meinen Kumpel Manfred Schmidt aus der Anfangsformation verdrängt. Doch auf der Hinfahrt nach Kassel wurde mir im Zug immer schlechter, erinnert sich der heute in Hanau lebende Horst Trimmold. Trimmolds Nervosität war damals auch einem Mannschaftsbetreuer nicht verborgen geblieben. Kurzerhand verabreichte er ihm ein Schnäpschen. Geschadet hat das offenbar nicht, wie sich später herausstellte. Unterstützt wurde die Mannschaft von einer großen Fanschar. Die Schlachtenbummler kamen an diesem 27. Dezember mit Autos, Bussen und einem Sonderzug der Bundesbahn nach Nordhessen. Allein im Samba-Zug reisten mehrere tausend ETBler mit, berichtete Hermann Schiffmann, der damals zu den Bahnreisenden zählte. Am Ziel angekommen, strömten die Fans aus dem Sonderzug. Der damals 20-jährige Heinrich Odenwald fuhr mit einigen Schlachtenbummlern im vollbesetzten PKW im Autokonvoi auf dem Ruhrschnellweg in Richtung Auerstadion. Bereits in Dortmund wurden wir von der Polizei angehalten, aufgefordert, das Hupen zu unterlassen und verwarnt. Danach ging es weiter Hupen nach Kassel, sagte er mit verschmitztem Blick. Der auf der Hinfahrt noch so nervöse Horst Trimmold spielte überzeugend, steuerte einen Treffer zum glanzvollen 5:2 Sieg über Borussia Neunkirchen bei und wurde mit 18 Jahren DFB-Pokalsieger. Nach dem 5:0 in der 80. Minute durch Hubert Schied hatten die ETB-Routiniers in der Mannschaft entschieden, nur noch mit links zu spielen. Die Schwarz-Weißen erhielten in den letzten Minuten der Partie dann auch prompt noch 2 Gegentore. Doch was sollte es? Die Essener fuhren als gefeierter Pokalsieger zurück in die Heimat. Die Siegprämie betrug 100 D-Mark. Aus heutiger Sicht eine lausige Summe, für die mancher Jugendspieler noch nicht einmal antreten würde. 80 D-Mark ging an meine Eltern, für den Rest lud ich meinen Bruder ins Kino ein, berichtet der DFB-Pokalsieger Trimmold heute.
Für seinen ersten Vertrag in Essen gab es im Übrigen monatlich 120 D-Mark brutto. Der Rückweg zum Bahnhof wurde zum Festzug. Wir hatten aber ein Problem, erinnert sich der Essener Hermann Schiffmann. Das Bier im Sonderzug war bereits auf der Hinfahrt ausgegangen. Schiffmann und Kollegen saßen stundenlang auf dem Trockenen. Da hatte sein Weggefährte Willi Huckels mehr Glück. Der reiste im Bus, wo ein Kneipier für das leibliche Wohl gesorgt hatte. Zu Hause in Essen wartete man bereits auf die Schlachtenbummler aus Kassel. Die Kneipen waren voll, da viele Fußballanhänger in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr Urlaub hatten. Auch in der Vereinsgaststätte am Uhlenkrug hatten die Fans inzwischen das scheinbar Unfassbare begriffen und feierten ausgelassen den Pokalsieg. Der damalige Wirt Heinrich Geitz flüchtete zeitweise sogar um sein Mobiliar.